Der Winter kann kommen, Freunde. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler. Willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal was richtig Cooles zeigen. Und zwar habe ich mir letzte Woche so ein geiles Teil hier geholt. Das ist so ein Heizkörperthermostat, ein elektronisches. Das gab es bei Lidl und da habe ich mir gedacht, ey, das wäre eigentlich nicht schlecht, sowas zu holen. Ich habe mir die ganze Zeit schon mal überlegt, mir so ein Ding mal zu besorgen. Ich habe aber immer so diesen Respekt davor gehabt, hier das hier abzumontieren und alles. Und vielleicht passt es am Ende nicht. Und wie gesagt, das gab's bei Lidl für einen Elfer. Ey, ja, komm, scheiß drauf, ne? Was soll's, habe ich mir gekauft. Und habe es drüben im Wohnzimmer ausprobiert. Und ich finde es so geil, diese Teile. Ich finde es so endgeil, dass ich euch das jetzt einfach mal zeigen möchte. Ne? Das ist kein Tutorial jetzt großartig. Wir montieren das zwar und alles, aber ich habe keine Ahnung davon. Aber es ist kinderleicht, das zu montieren. Aber wir packen das Ding jetzt erstmal aus. Scheiße. Wer die Verpackung erfunden hat, wird in die Hölle kommen. Gut, haben wir schon Bedienungsanleitung, ganz wichtig. Ist auch sehr gut beschrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Dann, was haben wir noch? So, da haben wir einmal unser Gerät hier. Kommen da Batterien rein. Ist auch von der Verarbeitung richtig, richtig cool. Macht einen stabilen Eindruck. Dann haben wir noch solche Adapter. Also falls jetzt zum Beispiel dieser Anschluss hier nicht passt, ja, kann man das noch adaptieren für andere Heizkörperanschlüsse, also Thermostatanschlüsse, Gewindeanschlüsse, so. Ne? Und was auch noch cool ist im Lieferumfang, sind auch solche qualitativen Batterien, sag ich jetzt mal. Und zwar diese hier, die Warta Industrial. Die sind auch noch mit dem Lieferumfang dabei, zwei Stück. Die sind richtig geil, die kaufe ich mir auch privat. Bei Amazon gibt es die auch in so, was weiß ich, 20er, 40er Packung, hole ich mir die immer für 17 Euro oder so, kann man nicht sagen. Das sind Top-Batterien, ey. Ja, vom Ton, also eine Sache noch, vom Ton sind wir heute ein bisschen limitiert. Ich musste mein anderes Mikrofon benutzen, weil meine Funkstrecke langsam den Geist aufgibt. Aber ich hoffe, es funktioniert so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so geht, weil ich finde immer YouTube-Videos mit Scheißton das Schlimmste, was es gibt. Ja, so Freunde der Nacht. Also als erstes Werkzeug brauchen wir nur dieses Gerät hier. Das war's. So, hier haben wir unser altes Thermostat, ne? Frostwächter 1, 2, 3, 4, 5. Und mich hat das immer angekotzt. Mir ist letztes Mal im Winter schon aufgefallen, du drehst Heizkörper auf, es ist kalt, ne? Eine Stunde später, oh, ist zu warm, muss wieder runterdrehen, den Kack. Und hin und her und hin und her. Und man hat den ganzen Tag, spielt man nur an dem Ding hier rum, ne? Und hier ist es halt so, bam, 20 Grad eingestellt, Feierabend. So muss das sein. So, wenn wir das Ding abmontieren wollen, ganz easy. Das ist das Gewinde, hier muss man das abschrauben. Aber als erstes stellen wir den auf 5, weil dann haben wir hier am wenigsten Belastung und können das dann am einfachsten abmachen. Wie gesagt, ich bin kein Experte, das soll kein Tutorial sein. Ich will euch das einfach nur mal zeigen. So, coole Sache, Mann. Coole Sache. Wie gesagt, innerhalb von ein paar Minuten kann man den Kram hier abmontieren. So. Hier guck, kannst du einfach hier mit dem Hammer Finger drehen. Zack, das war's schon. Ne, so sieht der ganze Spaß hier von innen aus. Das ist der Pin. Der Pin ist jetzt draußen, wenn der Pin reingedrückt wird, ist die Heizung aus. Wenn er jetzt draußen ist, ne, wie gesagt, ist die Heizung jetzt voll Stoff auf 5. So, den Kram packe ich mir weg. Wie gesagt, wir sind hier in der Mietwohnung auch. Wenn wir hier ausziehen, wird der ganze alte Rotz wieder dran gemacht und Feierabend. So, erstmal den neuen. Hier ist das Gewinde jetzt, ja. Und wir können den jetzt hier einfach so aufsetzen. Aber, guck, passt perfekt. So, ich drehe den jetzt aber nicht bis zum Anschlag fest, sondern jetzt kann ich, wenn ich den jetzt so festgedreht habe, drücke ich hier hinten auf den Kollegen drauf. Zack. Ne, jetzt habe ich den hier abgemacht. Jetzt kann ich den nochmal schön nachziehen, das Gewinde. Ja, so. Handfest reicht hier bei dem Kameraden schon. Ich habe das im Wohnzimmer. Es ist Plastik, das ist halt ein bisschen scheiße. Habe ich hier mit der Zange gemacht und habe ein bisschen hier diesen Zahnkranz hier ein bisschen beschädigt. Aber ist scheißegal, weil das hält nicht an dem Zahnkranz, sondern der ist einfach nur dafür da, um die Einstellungen zu verändern. So, jetzt haben wir das Gewinde von da hier drauf geschraubt. Wie gesagt, wenn das nicht passen würde, hätten wir jetzt noch die Möglichkeit zu adaptieren, aber es ist alles cool. Jetzt drücke ich hier unten auf das Knöpfchen hier. Guck, und kann ihn jetzt, zack. Guck, bombenfest der Kollege. So muss das sein. Drück mal einfach hier unten drauf und dann geht's los. Was mir hier bei dem Teil überhaupt nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen, ist, die sehen beide gleich aus hier unten. Ja, also man, wenn man da jetzt nicht drauf achtet, würde man beide Batterien so rum einsetzen. Das wäre aber falsch, weil man muss hier gucken, Plus ist hier oben. So, das stimmt so, das ist korrekt. Und das ist so, das Minus ist jetzt hier, ne? Also die flache Seite muss jetzt nach oben.
Aber im ersten Augenblick sieht das halt so aus, weiß ich mein, als ob beide mit der flachen Seite nach unten müssen. Zack, zu. Und jetzt können wir den Freund uns schon einstellen. So, wieder mal ein bisschen eine andere Kameraeinstellung. Oh, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Cool, Mann. So, wenn wir die Batterien eingelegt haben, sieht das dann automatisch halt so aus, ne? Hier 2007. Die müssen wir dann jetzt erstmal einstellen. 17 haben wir noch. Okay. Na, wo haben wir denn da? 19. 20 Uhr. Okay. Habt ihr das gerade gehört? Diesen Sound? Er hat sich jetzt komplett selbstständig eingestellt. Hier steht er jetzt auf Auto. Ja, also es gibt einmal Automatik und manueller Modus. Ich bevorzuge immer den manuellen Modus. Guck, jetzt habe ich ihn jetzt hier auf manuell gestellt. Kannst du einfach im Menü machen. Und jetzt sagt er, alles klar, 21 Grad. So, aber ich gehe jetzt einfach mal auf Off, weil hier drin ist es mir warm genug. Und jetzt steht er auf Aus. So, jetzt hat er sich komplett ausgestellt. Ein bisschen Staub da drauf. Im manuellen Modus, wo ich jetzt hier bin, kann ich jetzt sagen, alles klar. Ich möchte gerne, dass es 20 Grad ist. Im Winter zum Beispiel, ne? So, machen wir mal 20. Vollkommen egal. Feierabend, ne? Wenn es jetzt in der Wohnung unter 20 Grad ist, merkt das Gerät und stellt den Heizkörper automatisch so an, dass es hier in diesem Raum 20 Grad sind. Durchgehend, ne? Dann kann man auch hier wieder runterstellen. Auch 18 Grad ist vielleicht für mich angenehmer. Oder ich möchte schlafen bei angenehmen 16,5 Grad. Völlig egal, stellt er alles automatisch dann ein. Und hält dann auch diese Temperaturen. Das finde ich halt richtig geil. Du musst nicht mehr an dem Scheißding rumkurbeln, weil das geht mir so auf die Nüsse im Winter, sich dann immer einen abzuwechseln. Was auch cool ist, im automatischen Modus kannst du auch einstellen, okay, alles klar, ich möchte, dass der sich abends automatisch auf 16,5 Grad einstellt und so weiter und so fort. Oder du weißt genau, okay, 16 Uhr Feierabend, um 17 Uhr bist du zu Hause, komm, mach mal Viertel vor 5, dass der Heizkörper angeht und so Sachen kannst du halt einstellen. Wie gesagt, das interessiert mich aber alles nicht. Für mich interessiert der manuelle Modus, ist für mich vollkommen ausreichend. Und wenn das halt interessiert, ne, ich habe ja auch noch die Bedienungsanleitung, wenn ich jetzt irgendwann mal sage, ach, ich hätte aber ganz gerne, ne, dann stelle ich mir das dann hier ein. Ich bin davon begeistert, ich finde das absolut cool. Wie gesagt, sollte kein Tutorial sein, ich wollte es euch da einfach mal zeigen. Ne? Vielleicht ist für den einen oder anderen eine super Sache. Und denkt sich, ja, ist ein gutes Ding. Wie gesagt, im Lidl war es im Angebot. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutschlandweit gilt, aber bei uns im Lidl ist das Ding halt immer noch erhältlich. Bad Oeynhausen, super Sache. Das Ding behalte ich einfach. Wir leben ja hier in der Mietwohnung und wenn wir hier ausziehen, schraube ich die Dinger an. Sache von 2 Minuten und dann kann man die auch wieder verwenden an anderen Heizkörpern. Und durch die Adapter ist es halt doppelt geil, ne? Weil das ist, du hast so viele Möglichkeiten, das Ding zu montieren, einwandfrei. Mich würde doch jetzt auch mal eure Meinung interessieren. Habt ihr auch solche Teile zu Hause? Was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht vom Energiewert her? Habt ihr schon Einsparungen merklich gehabt, wenn ihr sowas benutzt? Weil das würde mich echt mal interessieren, wie so die Eindrücke sind von anderen jetzt. Ne? Gerade von euch, wenn ihr das jetzt auch benutzt, sowas in der Art. Super coole Sache. Ich bin vollkommen zufrieden im manuellen Modus. Ach, der Winter kann kommen, Freunde. So, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Wie gesagt, war kein Tutorial, aber wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt oder so, schreibt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls nicht, Daumen nach unten. Support ist kein Mord, jeder Daumen zählt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Nacht und macht's gut.